Turaj Zarinfar, Bauingenieur, ganz maßgeblich beteiligt hier bei den bisherigen Abbrucharbeiten. Was ist hier bisher passiert im Domhotel, Herr Zarinfar? Ja, wir sind im Mai letzten Jahres mit der Schadstoffsanierung und dem nicht statischen Abbruch begonnen, was auch im Sanierungskonzept des Domkarree auch vorgesehen war. Und bei diesen Arbeiten, bei denen wir ca. 3000 Tonnen Baumaterial hier aus dem Domkarree herausgeschafft haben, darunter 890 Tonnen Schadstoffe, also teilweise asbesthaltige Baumaterialien, ist uns die Tragkonstruktion, die aus verschiedenen Jahrzehnten besteht, 1893 beginnend mit dem Domhotel, was an der Stelle gebaut worden ist, und den 1950 ertüchtigten Bereich, der nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört war. Es gab ja einen großen Bombentreffer hier in dem Gebäude. Konnte man die Tragkonstruktion dann zum ersten Mal überhaupt freiliegend erkennen. Jetzt haben Sie die Tragkonstruktion freigelegt, also der Putz ist von den Wänden, der war ja, glaube ich, auch asbestbelastet, hatten Sie vorher schon erzählt. Ja. Welche Auffälligkeiten haben Sie dann gefunden? Also wir haben gesehen, dass in tragenden Wänden teilweise unterschiedlichste Materialien verwendet worden sind, dass in Türsturzbereichen unterschiedliche Materialien verwendet wurden. Und was natürlich aus brandschutztechnischen Gründen eine große Dramatik hat, ist, dass überall teilweise mit Holz gearbeitet worden ist. Nach modernen Richtlinien nicht mehr möglich in einem brandschutzertüchtigten Gebäude. Gleichzeitig ist neben der Tragfähigkeit natürlich in einem Fünf-Sterne-Hotel auch der Schallschutz, die Akustik, eine ganz große Thema, was man auch mit dieser Tragkonstruktion, die stark abgängig ist, dann auch nicht mehr gewährleisten kann. Ihre Empfehlung ist ja abreißen, bis auf die denkmalgeschützten Teile, wie zum Beispiel die Fassade, wo Sie auch sagen, die kann man statisch, ähnlich wie wir das bei der Bahndirektion gesehen haben, auch so absichern, dass das auch möglich ist, einen Neubau hier an dieser Stelle zu bauen. Ja, also Sie haben ein ganz gutes Beispiel gebracht von der Bahndirektion. Wir werden die, so ist es geplant, die denkmalgeschützte Fassade und das erhaltenswerte Haupttreppenhaus so erhalten, dass es in letzter Konsequenz abgestützt wird. Und dann würden wir die Tragkonstruktion, die abgebrochen ist, von unten wieder neu aufbauen. Was an der Stelle zwar ein bisschen teurer ist, uns aber die Möglichkeit gibt, viel schneller zu arbeiten und damit auch viel schneller dann auch die Fertigstellung des Gebäudes nach vorne zu bringen. Jetzt sind wir hier an einem zentralen Platz, Roncalli-Platz, vor Platz des Domes, touristisch sehr belagert, auch ich nenne das jetzt mal belagert wirklich auch. Ist das dann schwierig, auch so eine große Baustelle dann logistisch hier durchzuführen oder gibt es da auch schon Pläne? Ja, das ist eine Herausforderung, definitiv, da haben Sie recht. Eine Herausforderung, die wir uns aber stellen. Und wie immer als Ingenieur überlegt man sich einen Plan und macht eine Baulogistikplanung, überlegt sich auch, wie der Abbruch funktionieren kann. Da sind wir gerade in der Abstimmung mit den genehmigenden Behörden von der Stadt Köln. Und wir sind guter Dinge und sind da in sehr engen kooperativen Gesprächen, dass wir das trotz der Belastung durch den Roncalli-Platz, aber auch Wallraff-Platz und der Straße am Hof auch so hinbekommen, dass es recht zügig laufen kann. Maike Kolbeck von der Bayerischen Versorgungskammer. Wir stehen hier im Domhotel, in dem abgerissenen Domhotel. Wir haben gerade von Herrn Zarinfar gehört, was alles hier gemacht wurde bisher. Was sind die Pläne der Bayerischen Versorgungskammer jetzt weiter? Wir würden dieses Gebäude oder diesen Gebäudekomplex gerne weitgehend entkernen und die denkmalgeschützten Teile wie Fassade, Treppenhaus und so weiter beibehalten und dann in einen mehr oder weniger Neubau integrieren. Das heißt, Sie wollen eigentlich komplett abreißen und neu bauen? Ja, denn das hat sich jetzt angesichts der Bausubstanz als die einzig wirtschaftliche, aber auch für das Gebäude sinnvolle Variante gezeigt. Die Bausubstanz ist so schwierig und auch so schlecht teilweise vom Zustand her mit Kriegsschäden, verschiedenen Baumaterialien, Statikproblemen und vor allem auch Brandschutzproblemen, dass wir die Entkernung als einzig sinnvolle Lösung sehen. Wir hätten vor allem gerne eine langfristige Lösung. Wir wollen uns hier keine Dauerbaustelle abonnieren, sondern wir wollen gerne etwas bauen, was dann jahrzehntelang hier am Ort steht. Wie sind denn da so die Planungen aktuell? Man braucht ja einen Bauantrag dafür, eine Abbruchgenehmigung. So, wie sind Ihre Pläne? Im Moment bereiten wir die geänderte Baugenehmigung vor, um sie einzureichen bei der Stadt Köln. Denn wir hatten ja ursprünglich eine Sanierung beantragt, auch schon genehmigt bekommen. Die hat sich nun als nicht mehr sinnvoll und tragbar erwiesen, sodass wir tatsächlich die Baugenehmigung nochmal neu stellen müssen. Allerdings kennt die Stadt Köln natürlich das Objekt schon. Wir sind miteinander im Gespräch. Insofern
stellen wir jetzt einfach nochmal einen geänderten Bauantrag und auch einen Abbruchantrag und hoffen natürlich auf einen zügiges grünes Licht für unsere Bauaktivitäten und dann könnten wir beginnen. Gibt es schon einen Zeitplan? Beim Zeitplan möchte ich mich ein bisschen zurückhalten, denn wir haben unsere Baugenehmigung, die geänderte, ja noch nicht mal gestellt. Also da wäre es vielleicht auch unfair, die andere Seite unter Zugzwang zu setzen. Zudem kommt es auch ein bisschen darauf an, welche Denkmalschutzauflagen es dann geben wird. Da sind wir tatsächlich aber im Moment im Gespräch. Wir können uns vorstellen, dass wir nächstes Jahr mit dem Neubau beginnen können. Den Abbruch möglicherweise Ende dieses, Anfang nächsten Jahres beginnen. So könnte ich zumindest, oder man kann zumindest Aussicht auf den Baustart im nächsten Jahr geben. Jetzt ist ja in der Hotellerie so ältere Häuser wie auch das Domhotel 1893, glaube ich, haben wir jetzt gehört, nicht mehr ganz so angesagt, sondern auch die Fünf-Sterne-Klientel. Ich denke mal, es wird ja wieder ein Fünf-Sterne-Haus werden. Hier am Platz sucht ja schon auch moderne Häuser heutzutage eher. Spielt sowas auch eine Überlegung, eine Rolle bei Ihren Überlegungen? Das ist eigentlich mehr Sache des Pächters als des Eigentümers. Und der Pächter hat sich ja schon auch zum Sanierungszustand für dieses Objekt entschieden. Allerdings bietet eine Entkernung natürlich gerade im Fünf-Sterne-Plus-Segment ganz andere Möglichkeiten, was Zimmerzuschnitte, Flächen angeht, Versorgung, Entsorgung, Schallschutz. Also da gibt es einfach sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, sodass mit einer Entkernung auch diesem besonders hohen Hotelstandard viel besser Rechnung getragen werden kann. Thank you.